Ja, dann herzlich willkommen hier zu Nice Tech. Ich bin's wieder, der Kili, heute mal in dem ersten LoL-Let's Play. Ihr seht schon, wir sind im Loading Screen. Liegt einfach daran, dass es jetzt hier schon gleich in Action ist und wir einfach mal heute ein LoL-Let's Play raushauen wollen. Es wurde ja das Nice Game gewünscht, daher kommt es jetzt auch natürlich für euch extra. Und ich hoffe, ihr freut euch und ja, natürlich, es war auch einer dabei, der dann auch gleich mal in die Kommentare geschrieben hat, dass ich mal ein längeres Video machen soll. Deswegen gucken wir einfach mal, wie das jetzt hier so im Vergleich ist zu den Best-Offs, weil wir haben ja bisher immer Best-Offs hochgeladen. Und die sind ja auch sehr gut angekommen, deswegen probieren wir sie einfach mal mit einem Let's Play. Gucken einfach mal, wie es so geht. Und lass uns mal überraschen, ne? Wir haben ja ein Matchup für die, also ich weiß ja nicht, wie weit ihr in LoL seid, ob ihr noch unranked seid, ob wir, keine Ahnung, High Diamond seid oder so. Ist ja, weiß ich ja nicht. Deswegen schreibt es einfach auch in die Kommentare. Ich habe hier im Matchup jetzt einmal, also ich bin der Lee Sin, der Lee Sin aus CDAF, aus dem Clan Glorfurin. Und dann haben wir noch eine Wu-Auto, die Miss Fortune. Ansonsten halt ein ganz cooles Matchup. Ich gehe gleich mal hier Standard-Items, da geht's auch schon los, ne? Ja, die Miss Fortune, den Gangplank, den Rengar. Obwohl ich nicht weiß, warum der Rengar spielt Rengar top, hoffe ich. Hab mich jetzt gerade ein bisschen erschreckt, aber der will nicht jungeln. Immer Leute am Anfang erstmal sortieren. What the fuck, was ist denn das für ein Troll? Ich hoffe nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass das fucking nochmal ein Support ist, ne? Holy shit. So. Nope. Holy shit, was ist denn das für ein Troll? Nee, ne, der geht nicht einfach. Nee. Bitte nicht, tu uns das nicht an. Sei nicht einfach AFK. Nein. Mein Gott, warum? Solche Leute verstehe ich nicht. So, das kann ich einfach nicht verstehen. Nein. Das geht einfach nicht. Ah, scheiße. Die haben Midlane. Ja, so ist für mich nicht so geil. Der kann einfach meine Q. Ah, okay. Er ist dabei. Nee, der will jetzt hoffentlich nicht. Ja, sagt einfach mal, welchen Rang ihr in LoL erreicht habt. Das wäre mal ganz cool. Oder wo ihr gerade seid. Ich mache mal den Sound ein bisschen lauter. Und ansonsten, ne? Also ich habe eigentlich relativ viel Spaß an LoL. Muss natürlich, also ich spiele halt nicht wirklich sehr oft im Vergleich zu anderen Leuten. Ein Beispiel kommt von mir ist zum Beispiel Diamond 5. Der wird halt ziemlich viel spielen, also der spielt auch ziemlich viel. Und ich halt im Gegenteil jetzt nicht so, weil Schule ihr wisst und so. Ist bei mir jetzt nicht so, dass ich da irgendwie übelst heftig viele Stunden am Stück. Also kommt auch an, ob es Wochenende ist und so. Oh mein Gott, hat keiner gesehen. Kein Mensch gesehen. Das habt ihr auch nicht gesehen. Scheiß, Alter. Scheiß. Okay, auf jeden Fall mal richtig geiler Start. Richtig guter Start, würde ich sagen, oder? Erstmal flashlos geworden. Scheiß, Alter. Nee, das hat keiner gesehen, wie gesagt. Nee, wir machen mal als erstes nicht den Red Buff. Wir machen jetzt hier mal noch ein kleines Fenster. Ja, das war ziemlich fail. Aber egal, es wird hoffentlich trotzdem weiter gut laufen. Nee, es lohnt sich nicht. Wir warten noch ein bisschen, bis der Heatpot aufgebraucht ist und dann gehe ich hier in den Red Buff rein. Ich habe jetzt noch Smites. Ich hoffe, das reicht von dem her. Das reicht nicht. Easy. Läuft gut. Ja. Naja, zum Glück ist dies ja nicht so ein Spieler, der unbedingt Flash, also er braucht schon Flash, aber wenn man den Reward Jump beherrscht, ist es nicht so schlimm, wenn man ihn nicht hat. Oh, Toplane sieht ja nice aus, da komme ich glaube gleich mal vorbei, oder? Was ich auch cool finde an Lee Sin, hat einfach keine Mana, du musst einfach nur ein paar Outtakes machen und dann ist das gelaufen, dann brauchst du eigentlich nicht viel machen.
Ach ja, zu der Frage, was ich so maine. Also, ihr seht, ich spiele Jungle. Auch in den Best-Ofs habe ich öfter Jungle gespielt. Also, ich irre so zwischen Jungle, Support und ADC. Also, Midlane nicht so oft. Toplane auch eigentlich gar nicht. Also, eigentlich nur so. Oh, nee, das lohnt sich nicht. Eigentlich nur so zwischen Jungle, ADC und Support. Das sind so meine Hüte. Alles klar, warum habe ich das Schild aktiviert? Ja, machen wir mal kurz die Crab. Aber Toplane lohnt sich gerade nicht so. Nee. Und auf Yasuo habe ich auch gerade gar keinen Bock, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, Watch-Ups habe ich lange nicht mehr geübt. Ne, 28 Sekunden erst wieder Smite. Nee, Alter. Mach ich doch lieber. Hä? Was war das denn? Ja, ich komme gleich mit Lane, aber ich mache jetzt erstmal hier noch. Okay, zweiter Hippot aufgebraucht. Oh nice, er TP'd, okay. Lol, warum TP'd er denn in die Minions? Das war irgendwie nicht so intelligent. Oh scheiße, er ist Level 5. Ah, das war zum Beispiel schon mal eine richtig schöne Scheiß-Q. Nice, ist raus. Oh, er braucht Help, Toplane. Okay. Ich will jetzt erstmal noch ein paar Camps hier machen und dann komme ich Toplane. Tut mir leid, ich muss erstmal noch ein bisschen Erfahrung bekommen. Level 5, jetzt kann ich backgehen erstmal. Eigentlich Level 6 eigentlich besser, aber habe ich noch nicht erreicht. So, oh naja, Top Lane. Ist ja Olaf auch schon. Fuck. Ah, shit. Oh, scheiße, wäre ich da gewesen, hätten wir den Olaf wenigstens noch bekommen. Ja, ich weiß, ich bin nicht blöd, Alter. Holy shit. Ja, nee, der ist jetzt schon weg. Als ob der mir etwas tun kann. Ja, ich muss nur noch ein paar Wards aufheben. Naja, ich mach erstmal einen Grump. Ja, das war daneben. Ein bisschen unlucky, unlucky. Ja, ihr könnt auch mal ruhig in die Kommentare schreiben, was ihr so meint, ne? Ist immer ziemlich schwer, daneben noch ein bisschen mehr zu labern, weil man will sich auch ein bisschen aufs Gameplay konzentrieren. Also eine gute Mischung ist, glaube ich, ganz gut. Master yourself. Freut ihr euch eigentlich schon auf die neue Season? Das wäre auch mal interessant. Weil es sind ja die ganzen Assassin-Update, finde ich ja ziemlich cool. Also vor allem Talon, die ja so zwischen die. Durch die ganze Kluft jumpt wie so ein Parkour-Master. Also, das finde ich zum Beispiel ziemlich lustig. Oder die ganzen Assassin's Syringa mit seiner Q, dass er so ein bisschen nach vorne springt. Das finden ja übelst viele Scheiße. Wie findet ihr das? Keine Ahnung. Cutter wurde ja nochmal geändert. Okay. Nice. Das ist zum Beispiel jetzt geil gewesen. Oh. Push mit ihm noch ein bisschen. Ich komme mal top lane. Ah, ich bin jetzt nicht mehr so richtig full life, aber besser als nix.
Ah, das mach ich. Scheiße, das habe ich jetzt zu spät gesehen. Das war jetzt der übelste dumme Gank. Ich mache erstmal einen Grump und dann vielleicht ist er wieder ein bisschen mehr am Start. Am Midlane ist erstmal cool, dass er Yasuo gerippt ist. Nicht, also ich dachte, es sah erst so aus. Ich bin halt erst gegangen, weil ich dachte, yo, ehe ich dann auch noch sterbe, gehe ich erstmal und dann, wenn Gank dann stirbt, dann gehe ich einfach mit der Q wieder rein. Weil ich glaube, wir wären beide gestorben, hätte ich da einfach noch gestanden. Also wäre er gestorben, deswegen war ich ein bisschen... Oh mein Gott. Komm doch hier lang, komm doch hier lang. Oh mein Gott. Das sind für eine Aktion. Nice. Der ist schon mal weg. Ja, das Problem ist halt an Olaf, du kannst ihn halt nicht wegkicken mit Lee Sin. Das finde ich halt absolut scheiße. Oh mein Gott. Oh Gott, zum Glück. Gibt es den War Jump? Holy shit! Ich muss gleich mal wieder weggehen. Holy shit, Alter, macht mir 4 Schaden. Aber ich mache mehr. Ich hätte meine Q machen sollen, nicht meine E. Oh man. Killing Spree, das hat man doch gerne. Nice. Das Game läuft ganz gut. Das hat man nicht so gerne. Ja, ich soll doch mal Botlane kommen. Ich la 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 la. Ich sollte mal Botlane, das wäre ein bisschen besser. Weil die Vayne, okay, klar, sie ist halt Late Game lastig, aber sie wird, wenn sie ins jetzt schon auf den Sack geht, ist es umso schlechter. Deswegen gucken wir einfach mal. Ah ne, ich mach vorher noch Red Buff. Scheiße, ich hab keine Q. Das war bad. Nice, das war bad. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Holy shit! Das war ja verdammt knapp! Oh mein Gott, Alter. Das war ja so knapp. Ich muss mal wieder jungeln gehen. Das wäre ein unschöner Freekill gewesen. Ja. Oh nein, Midlane, nein, stirb nicht. Ja, shit. Ja, kannst du manchmal auch nichts tun, ne? Ah, never tilt, das ist die wichtigste Einstellung. Oh. Ach scheiße, die ist wahrscheinlich gut. Scheiße.
Geh mal Botlane. Oh mein Gott. Scheiße, komme ich nicht mehr rüber. Komm ich mal lieber Midlane. Der so ein bisschen gebounced wird. Ah, schade. Versuchen wir mal dann die nächste zu machen. Ich bin eigentlich durchgehend jetzt nur noch denken, ganken. Versuche ich zumindest. Nice, okay. Hätte ich nur meine Q getroffen, wäre es natürlich noch geiler gewesen. Ja, ist gut so. Jetzt können wir ein bisschen pushen. Okay, dann pressuren wir einfach. Das ist gut. Und ich kriege mir den Tower. Nice, es ist halt ein guter Gegenpressure. Einfach weggehen. Nein, 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 nein. Jawohl, wenn. Das ist halt ziemlich gefährlich, weil falls dann jemand kommt, dann ist halt im Ende im Gelände. Was haben die so alles? Ja, sollte ich vielleicht ein bisschen... Ja, gehe ich jetzt hier einfach meinen Phage. Und dann gehe ich zu meinem The Backleaver. Scheiße, ich hätte vielleicht Boots erstmal kaufen sollen. Man merkt richtig hart, wenn man keine Boots gekauft hat. Oh mein Gott, man ist ja echt lahm wie sonst was. Ja, finde ich mal interessant, wenn ihr reinschreibt, was ihr so spielt. Wäre schon cool. Ich muss jetzt erstmal meinen Red. Ah, ne, ich glaube, oder? Ne, warte, dann kann ich erstmal nichts machen. Meine W einfach noch gar nicht geskillt, Alter. Ich gehe einfach nur auf E und Q. Probier es einfach mal aus. So, die Wave probieren wir jetzt einfach mal zu killen. Extend your senses. We do what we must. Okay, das war ganz gut. Extend your senses. Oh fuck. Oh, da kam ja auch noch irgendwie, dass ich reingegangen bin. Was? Warum hat denn der Q nicht getroffen? Nee, das war kein guter Trade. Wir brauchen mal Hilfe. Okay, hier ist Usus back. Also er geht back. Holy shit.
Nee, da können wir nichts machen. Nee, lass weg. Nein, nein. Oh nein, die Journey von ihm war ziemlich gut. Oh nice, sie hatte noch Flash. Oh mein Gott. Holy shit. Nein, lass nicht machen, das ist so gefährlich. Holy shit. Oh mein Gott, der Spasti, Alter. Ohne Witz. Oh fuck, hier sind ja noch welche. Scheiße. Oh, der Renekton stand da noch drin, Mann. Habe ich mich zu krass baiten lassen. Komm, Riven, du machst das Ding. Nice. Kommt den auch noch? Ah, oh, schade. Hat sie sich nicht mehr getraut. Ja, ich bin erst einmal gestorben, hab 4 Assists, das ist ganz gut. Und ich könnte jetzt mit ein paar Kills machen. Das war natürlich ganz cool. Aber man muss auch sagen, als Support ist es, als Jungler ist es nicht so. Also schon, wenn du halt Carry jetzt, aber eigentlich musst du dem Team nur helfen, also muss ich einfach nur die Insects schaffen. Solange ich die Insects schaffe, ist eigentlich alles gut. Kick Insect, oh nice, Midlane pushen die ordentlich. Gut, was die machen. Nee, da gehen wir mal lieber nicht lang. Oh, und sie geht natürlich lang. Wo sie auch will. Ja, das kommt dann davon. Da kommen die scheiß Geister. Nein! Oh, Alter. Versuch den Bart mal zu nehmen. Mann, der Bart ist so squishy, den können wir so easy killen. We do what we must. Waste not a minute. Oh my goodness. What are this? Was sind das? Alles klar. Scheiße. Ah ne, das war auch gut. Ey, die Klampen übelst, Alter. Das kotzt richtig an. Fuck, Alter. Shit! Das war jetzt Kacke. Das war jetzt Kacke. Geht einfach in alle rein, easy. Und? Ah, oh, schade. Nee, das war's. Also der Fight war erstmal. Ah, shit.
Schaden hat einfach nicht gereicht. Und ansonsten müssen wir einfach schauen. Aber ich glaube, das geht auf jeden Fall. Also das könnten wir auf jeden Fall noch machen. So ist es nicht. Find your center. Your team has destroyed a turret. Guck, läuft auch easy. Also von den Türmen sind wir richtig gut. Besser als die Gegner, haben wir mehr. Also ich denke, dass das Game echt winbar ist. Sag ich immer so gerne. Winbar. Ich geh einfach derzeit Jungle. Wo haben die jetzt... Das war jetzt nicht im Ernst Nash, oder? Ich hasse die Gegner, ne? Alter, ich hasse die... Lol. Ah, die Vayne war gerade noch hier. Haben sie doch alle gesehen. Gar nichts gebracht. Das bringt wenigstens was. Das hat ja gar nichts gebracht. Oh mein Gott, zum Glück hat der Flash gesessen. Alter. Ne, ich geh jetzt Deadman's Plate. Jetzt werde ich hier noch Plate. Ja, und was geht hier so? Oh man. Flash einfach. Er wäre easy weggekommen. Er flasht. Was war das denn? Oh mein Gott. Nein, troll doch nicht noch! Alter, es gibt echt Spiele, die können das Leben echt schwerer machen, als es ist. Oder das Game halt. Oh, das war aber unlucky. Okay. Scheiße. Nee, ich glaube, das war jetzt so ziemlich fast das Ende irgendwie. Scheiße. Na, es ist ziemlich. Also, ich glaube, wir tilten auch gerade hart rein. Obwohl es anfangs so gut lief, ey, das ist unnormal. Ich weiß nicht, wie wir das noch gewinnen können, halt, aber... Alles gleich, wie nach hinten gekickt. GJ. Jo. War trotzdem ganz nice für uns. Okay, den kriegen wir noch, den einen. Oh mein Gott. Die Frown gerade. Muss ich ulten, sonst hätte er mich noch gekillt.
Oh. Oh mein Gott. Jetzt mach hier nicht so eine Scheiße, lass einfach weggehen. Ich meine, das Game könnten wir jetzt echt noch gewinnen. Also wenn wir uns anstrengen und uns zusammenreißen. Vielleicht endlich Boots. Merkt man das jetzt auch, ey, nice, wenn man mal ein bisschen schneller ist. Shit. Warum geht sie denn einfach rein? Wie sie uns jetzt hier belagern. Oh Mann. Holy shit! Was war das denn? Holy shit, guck dich das an! Ah, das war ein Bug. Nen. Oh, das glaube ich. Das war ein Dings. Oh! Ich hätte gerade Lex. Das war's. Ich mach einfach die Maschine. Diese Moment, wenn man einfach keine Energie hat. Nice. Wir müssen jetzt halt irgendwie einen Sneaky Baron bekommen. Scheiße, okay. Ich glaube, die machen gerade Baron. Die machen Baron. Die machen sie nicht. Waste not a minute. Also ich treffe gerade keine Q, Mann. Holy shit, ich treffe einfach keine Q. Und bitte Red Buff. Scheiße. Red Buff hat es nicht mehr geklärt. Ah! Holy shit. Das war close. Zum Glück hatte ich noch Flash. Master yourself, master.
Frage, wie das Lex ist, was weiß ich was. Nice, jetzt kann ich mir auch. Ich werde mir das Blatt holen. Nice. Das fühlt sich auf jeden Fall schon mal gut an, wenn man ein bisschen mehr Tankiness hat noch. Kein schlechtes Gefühl. Das ist mein Jungle. Holy shit, ey, Lex sind echt ätzend. Oh mein Gott, die machen schon wieder Feral. Scheiße. Dass wir das nicht checken, sowas, Alter. Nice, haben wir alle. So, jetzt müssen wir pressuren. Was machst du denn, Alter? Okay, wir gewinnen das Game gerade irgendwie. Ah, lol, die haben den Baron bekommen. Ich hab's gar nicht gecheckt. Ich dachte, wir haben den bekommen. Die haben den einfach bekommen. Wir haben den einfach bekommen. Na geil. Ja, das Game läuft gerade gut. Das können wir echt gerade gut gewinnen. Nice, Alter. Wir sind wieder back. Ja, wir können Botlane pressuren. Oh mein Gott, Alter. Das Game, Alter, die carried uns gerade. Den kommt komplett weggenutzt. Holy shit, warum habe ich sie nicht getroffen? Was? Manchmal denke ich mir so, was ist mit der Q los? Warum trifft die nicht? Ah scheiße, das hat mir jetzt nicht. Alles ein bisschen verunglückt. Ah, nice, sie sind noch gestorben. Oh lol, sie hatte noch. Shit, macht den Schaden. Safety doch, Safety darf nicht sterben. Oh mein Gott, okay, das Game ist gewonnen. Wenn ich wieder da bin, haben wir schon gewonnen. Nice. Ja, gewonnen. Ja, ich denke, oder? Oder? Ah, ich denke, das sollte doch gewonnen sein. Komm, ich will noch. Ah, egal. Ich denke, das war's dann auch hier schon mit dem ersten League of Legends Game. Ja, für mich war es am Anfang ziemlich schwer, aber es war ganz cool und deswegen schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann, haut rein. Ciao!